hatten gestern unser Wohnzimmerkonzert bei der Alexa zu Hause, haben unseren Kram jetzt eingepackt. Jetzt ist es, ja, oh Gott, das kann ich nicht lesen. Ich kann nicht rechnen. Ja, kurz vor halb. Kurz vor halb, genau. Wir hauen jetzt ab. Philipp, willst du auch noch was sagen? Vakila. Wir versuchen jetzt noch auf dem Weg nach Schwerin einen See mitzunehmen. Mal gucken, ob wir das zeitlich schaffen. Wir müssen vorher noch ins Hotel. Ja, wir haben alles zusammengepackt. Paul packt jetzt noch die letzten Kleinigkeiten zusammen. Die weiß, dass ich böse bin. Ich weiß, dass ich sie klauen will. Komisch, als ich auf dem Klo war, wollte zu mir rein. Wir holen dann ab. Tschüss. Wir sind klug. Wir haben heute extra die Autobahn gemieden, weil da ist ja immer wieder Stau und stehen jetzt auf der Landstraße. Kannst du mir meine Pisse mal bitte geben? Ich geb Durst. Hm. Ah, das ist übrigens 2 Wochen nur Rockstar getrunken. Wir sind ja Rockstars. Da muss man halt auch Rockstar trinken, sich entsprechend vorbereiten und das ist quasi der morgendliche Mittelstrahl. Wir haben auch noch ein Andenken aus Celle. Ja, 20 Euro für einen guten Zweck. Das passiert, wenn die Bullen mal wieder Geld auf der Straße verdienen wollen, ne? Bin ich jetzt online? Es ist kurz vor 8. Wir fangen jetzt gleich an und es sieht so aus, als müssten wir das Ding hier voll spielen. Aber es gibt schon ein paar Tische mobil getrunken jetzt, von daher klappt schon. Ein paar Lichter werden jetzt ausgemacht, unser Essen kriegen wir eine Pause. Und ich freue mich, das wird richtig cool. Ach ja, jetzt muss ich so richtig gut aussehen. Schwerin, Honky Tonk, Hans und John, obergeiler Burger, gutes Berliner Bier. Ich kann nicht das Berliner Bier, das kann man schon auch mal trinken. Durchwachsen, also erstes Set ultra lame, zweites Set durch die Decke gegangen, drittes Set ultra lame, viertes Set durch die Decke gegangen, fünftes Set. Aber alles in allem war schon. Am fünften Set, war es tatsächlich so, dass die Leute derart besoffen waren, dass sie uns ins Material geflogen sind. Finde ich aber eigentlich ganz cool. Also das fand ich sympathisch. Obwohl dem Mädel war es, glaube ich, peinlich, die reingeflogen ist. Die ist nämlich direkt abgedampft. Ja, ich bin eine Frau reingefallen, das ist ja geil. Ja, ja, so, sie hat sich auf die Schulter von dem... Schultern von so einem Jaro. Und der ist halt umgekippt und die ist halt in das Zeug reingefallen. Hier, du Boot. Ja, ja. Habt ihr Brüste gesehen? Nee, Brüste habe ich jetzt... Hast du Brüste gesehen? Nee. Ja, schade. Ich habe Pektrum gefunden. Oh, das behalten. Wie hat es dir denn gefallen? Oh, mir? Oh, war geil. Sehr schön. Es war anstrengend, weil halt hunderte Leute von uns hier irgendwie am Tresen stehen, aber nächstes Jahr auch gerne wieder. Geil. Vor allem mit euch. Wunderbar. Okay. Habt ihr gemacht, ja. Vielen Dank. Okay. Im letzten Jahr war das mindestens 4-mal so gut. 4-mal so gut. Hoch die 5. Hoffentlich war letztes Jahr nicht 0. Laden wir. Cool. Ja, jetzt gehen wir ins Hotel. Wir haben Zimmer direkt auf dem Dach. Am Dach. Ist verboten rauszugehen, deswegen gehen wir halt raus. Das war Hans und John heute, Kapitel Hans und John. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ich gehe mal. Slow Motion ist immer geil. So. Danke.